So, herzlich willkommen zu unserer 29. Ausgabe von Lean Talk TV. Nach langer Zeit mal wieder aus dem Studio und nicht per Zoom. Der Titel unserer heutigen Sendung ist MTM. Ach, die gibt es auch noch. Und zu Gast ist Professor Dr. Peter Kuhlang, Geschäftsführer der MTM Association und gleichzeitig Geschäftsführer der Deutschen MTM Gesellschaft. Zudem ist der Peter Kuhlang außerordentlicher Professor an der TU in Wien, war Mitglied des Führungskreises vom Fraunhofer Austria, war Gastprofessor zum Thema Produktionssysteme an der TU in Dortmund und ist in seiner Tätigkeit bei und für MTM aus Österreich nach Hamburg gezogen. Lieber Peter, herzlich willkommen bei uns in unserer Sendung von Lean Talk TV. Danke, Ralf. Ich freue mich sehr über die Einladung. Ja, und bevor wir inhaltlich einsteigen, ihr wisst, die Stammzuseherinnen und Zuschauer, ihr wisst, sofern ihr auf Facebook das live verfolgt, könnt ihr wieder euch beteiligen an der Sendung mit euren Kommentaren, Bemerkungen, Diskussionsbeiträgen. Dabei ist heute wieder die Angela, die eure Kommentare entgegennimmt und uns in das Studio reinspielt. Und diejenigen, die uns bei Leanbase zuschauen, wenn ihr euch beteiligen wollt, im Sinne von Kommentaren, müsst ihr registriert sein auf der Leanbase bzw. angemeldet sein. So, Peter, bevor wir in das Thema einsteigen, MTM, und wir haben jetzt eine Stunde, worüber wir uns über MTM unterhalten wollen, geht es natürlich nicht, wenn wir uns über MTM unterhalten, ohne dass wir den Namen Gilbreth, Frank Gilbreth irgendwie in nennen. Frank Gilbreth war, wenn meine Recherchen stimmen, einer der Begründer dessen, was man heute im negativen Kontext als Taylorismus bezeichnet, gemeinsam im Übrigen mit Taylor letztlich. Und er stellte, also Gilbreth stellte die Theorie auf, dass sämtliche menschlichen Bewegungen in 17 Grundbewegungen, also zum Beispiel hinlangen, greifen, bringen, sich abbilden lassen. Und im Gegensatz zu Taylor war er nicht an der Produktivitätssteigerung interessiert, denn Gilbreth war ursprünglich von Beruf Maurer, ja, und hat sich vielmehr daran, oder sein Augenmerk darauf gerichtet, die optimale Arbeitsmethode zu erfinden oder ja, zu suchen, also eher in einem arbeitsgestalterischen Kontext, heute würde man sagen Ergonomie, unterwegs ist. Und er gilt damit natürlich als Begründer dessen, was man heute als Bewegungsstudium bezeichnet und als Systeme vorbestimmter Zeiten. Bevor wir in das Gespräch einsteigen, weil wir davon ausgehen, Peter, dass nicht jeder den Gilbreth kennt, ich meine ihr, das ist ja sozusagen der Urvater eurer, eurer Tätigkeit. Haben wir einen kleinen Einspieler, der dauert 4,5 Minuten, den gucken wir uns an und dann steigen wir in die Sendung gesprächsmäßig ein. The Industrial Revolution paved the way for a tectonic shift in the way industry derives value from products. Efficient systems of creating marketable products meant that the method of production was a source of significant value. More and more, the way a product was created was becoming a product in and of itself. Naturally, companies began to take ownership and attempted to improve methods of production in order to maximize value. We find out how the machines and tools and the methods of using them should be changed to make it easier for the operator. This shift in the way companies derived value led to the creation of the management consulting industry. Led by Frederick Winslow Taylor, management consultants in the late 1800s and early 1900s were some of the first to apply the scientific method to management practices in an attempt to improve industrial efficiency. Frank and Lillian Gilbreth, contemporaries with F.W. Taylor, adopted, promoted, and expanded on his work. While Taylor and the Gilbreths were frequent collaborators, they were also competitors,
and had disagreements over issues ranging from methodology to billing practices. While Taylor's work tended to focus on the time elements of efficiency, Frank and Lillian Gilbreth are best known for their pioneering work in the field of motion study. Using motion pictures to record human tasks, they developed a system of behavioral units describing motions. This system of behavioral units was dubbed Thirblegs, which is simply Gilbreth spelled backward with a TH transposed. The Gilbreths defined Thirblegs as 18 essential motions a worker can perform. As management consultants, they filmed laborers performing repetitive tasks and analyzed the recordings. They applied their system of Thirblegs to reduce unnecessary movements and created optimized methods for performing tasks, maximizing productivity, and minimizing fatigue. More production equals more work in my language. Yet you claim it'll make jobs easier and still get results. Sure. A man can produce more without working a bit harder. It's gonna be hard to make some of the boys understand that. The work of Lillian and Frank Gilbreth has been influential across multiple industries. Their methodology for analyzing motion to improve efficiency has been applied at military units, hospitals, commercial offices, and manufacturing plants. The early fatigue studies conducted by the Gilbreths led to the development of ergonomics as a way of improving productivity. They developed some of the earliest methods of accommodating persons with disabilities, and they are credited with introducing the first surgical nurses to the operating room. They also designed and promoted the blindfolded teardown of firearms used by the military. In a world where everything from manufacturing to logistics are becoming increasingly automated, the Gilbreths' methods of increasing efficiency will continue to have influence in all of our organizations for many years to come. Ja, Peter, daran kann man erkennen, wie weit in der Vergangenheit zurück sozusagen das erforscht, erfunden, ja, entdeckt wurde, mit dem ihr es zu tun habt, ja, oder? Ja, so ist es. Und es ist ganz beeindruckend zu sehen, dass dieses Videomaterial oder diese Zusammenstellung ja doch auch zeigt, wie wichtig menschliche Arbeit damals schon war und wie wichtig sie jetzt auch ist. Also, schönes Video. Und was ich so spannend fand, ist, dass das ja wohl beim Militär, im Krankenhaus, in der Küche, der Gilbreth hat ja sozusagen nicht nur jetzt im Kontext zur industriellen Arbeit Untersuchungen gemacht, sondern der hat ja wirklich auch alles untersucht, oder? Das ist ja auch das Wesen dahinter. Denn wir, MPM ist ja, oder jetzt diese Forschungen waren ja unabhängig davon, dort, wo der Mensch arbeitet, ist eben dieses Verfahren anwendbar oder diese Untersuchungen damals. Und darum war es auch wichtig, nicht nur in verschiedenen Bereichen, sondern auch, man sieht unterschiedliche Geschlechter, man sieht unterschiedliche Altersstufen da drinnen, auch Rassen, die, also schwarz-weiß wurde gefilmt. Also, und da ist eben die Erkenntnis dahinter, dass ab einer gewissen, wenn man nicht behindert ist, körperlich behindert, bei einer gewissen Fertigkeit, einer Fähigkeit und einer gewissen Anstrengung, Zeiten halt unabhängig von dem Individuum sind bei der Durchführung von Tätigkeiten. Und das ist das, wo er sozusagen der Wegbereiter war. Er und seine Frau Lillian. Und im Übrigen, ich weiß nicht, ob das überliefert ist, ich hatte es eben erwähnt, er ist ja von Beruf Maurer gewesen. War Maurer, ja. Und das Spannende ist ja, dass er sich damit auseinandergesetzt hat, dass er wohl das Gefühl hatte, zu viel Kraft aufzuwenden zu müssen. Und das sozusagen der Trigger war, das zu machen, was er letztlich ja gemacht hat. Genau, ihn hat einfach die beste Arbeitsmethode getrieben, die Ziegel an seinen Arbeitsplatz hinzubekommen und den Mörtel dorthin zu bekommen, um es dann möglichst einfach zu haben. Und diese Idee verfolgt uns ja jetzt auch noch. Und weitgehend ermüdungsfrei. Ja, ermüdungsfrei. Ja, genau. Als Dauerleistung. Das war ja auch das Wesen dahinter. Auch wenn man jetzt das Militär gesehen hat, das ist sicherlich eher eine sportliche Leistung, aber bei der Untersuchung von solchen Tätigkeiten macht das natürlich Sinn. Aber im Prinzip ist das, was wir vom Leistungsstandard her, von der Bezugsleistung hinter den Verfahren haben, eine Dauerleistung, also ohne zusätzliche Ermüdung, Tätigkeiten durchzuführen. Genau, ja. Und er ja gar nicht so sehr auf die Zeiten irgendwie erstmal geguckt hat, sondern erstmal sozusagen, und deswegen finde ich den Begriff so gut, Bewegungsstudium, und dann ist es logisch, dass ich mich logischerweise auch mit
Militär, mit Krankenhaus, mit vielen anderen Dingen. Und wenn man, also ich habe im Vorfeld der Sendung, jetzt kenne ich MTM natürlich schon ein paar Jahre, und mir ist dann aber nochmal bewusst geworden, es gibt 17 Bewegungsarten, mit der sich alles abbilden lässt. Und das ist eigentlich das Spannende. Genau, das war das, was eben die Familie Gilbreth, also Frank Bunker und die Lillian, entdeckt haben. Und die Grundlage waren dann für die weiterführenden Untersuchungen, die dann in der Entwicklung des MTM-1-Verfahren, Maynard, Schwab und Stegemerden, gemündet sind. Ne? Ich würde die Chance gerne ergreifen, da kurz gerne, zurück gerne zu beleuchten, wie das entstanden ist. Es war nämlich aus diesem Kontext, wir haben es ja schon gehört, Taylor, Gilbreth, muss man ja dann auch sehen, was da auf der industriellen Seite lief, also 1910er, 20, 30er Jahren in all diesen Spannungsverhältnissen mit den damals entstehenden Gewerkschaften, Ausnutzung der Arbeitskräfte, Druck durch die Arbeitgeber. So. Und in diesem Kontext hat sich dann in den USA in den 1930er Jahren hat sich begonnen, der US-Kongress damit zu beschäftigen und hat im Jahr 1938 den Fair Labor Standard Act herausgegeben. Und das ist quasi so das erste Basisgesetz für Arbeitsstandards. Dort wurden Dinge definiert, dass Mann und Frau gleich zu behandeln sind beispielsweise oder Leistungsthemen diskutiert, Produktivitätsthemen wurden diskutiert, aber auch Entlohnungsfragen. Es wurde auch definiert, dass Kinderarbeit nicht mehr sein darf. Und das muss man sich natürlich auch in dem Kontext des nahenden Weltkriegs vorstellen in irgendeiner Form. So. Und aus diesem Fair Labor Standard Act ist dann dieses Entwicklungsprojekt für die MTM-Methode entstanden. Kann man sagen, dass das sozusagen die Vorläufer dessen ist, was man heute unter Humanisierung der Arbeit versteht? Ja, weiß ich jetzt nicht, ob man das so sagen kann. Wir haben dann in den, ich würde eher eine Art grundlegende gesetzliche Regelungen zum Thema Arbeit. Also wie gesagt, ist sehr breit aufgestellt. Es ist ganz interessant, diesen Labor Standard Act zu lesen. Und ja, es hat wahrscheinlich massiven Einfluss auf die Humanisierung der Arbeit, aber eigentlich noch mehr auf das Verständnis, wie man mit Produktivität oder aus unserer Sicht Produktivität und Performance, Bezugsleistung umgeht. Weil damals war natürlich die Frage der Ausnutzung der Arbeitskräfte sehr hoch, beziehungsweise wo war die Frage mit der Überlast? Oder wo ist dieses Thema oder wo ist diese Grenze? Genau. Und da ging es dann irgendwann mal um diese Fragestellung. Und so ist eben dieses Entwicklungsprojekt dann gestartet worden. MTM wurde entwickelt 1940 bis 1948 von den Herren Maynard, Schwab und Stegemerden. Und die haben im Prinzip, man hat da einige dieser Filme gesehen, viele, viele Filme damals, industrielle Tätigkeiten, aber auch Tätigkeiten außerhalb vom industriellen Kontext gefilmt mit den damaligen Kameras, 16 Bilder in der Sekunde, die Schleifen, also diese Filmschleifen, die da waren. Und was man begonnen hat, auf Grundlage von Vorarbeiten auch von Segur und von Gilbreth, hat man sich ein Bild gemacht, welche Bewegungen wird man denn beobachten in diesen Sequenzen und hat eben dann als man die Bewegungen definiert hatte, im Prinzip, was du schon erwähnt hast, hinlangen, greifen, bringen und so weiter, haben wir gesehen, hat man am Anfang das so gemacht, dass man in den Bildsequenzen auf der Schleife einfach notiert hat, bei der Zahl und bei der Filmloop oder an der Stelle von dem Bild beginnt diese Bewegung und hat die Bewegungsdauern ausgezählt und hat gesagt, 6,5 Frames, wie auch immer, war diese Bewegung dann zum Beispiel lang. Mhm. So, das hat man gemacht und beispielsweise hängt bei mir im Büro hängt eine Datenkarte aus dem Jahr 1943, wo diese Grundbewegungen schon zu sehen sind, aber die Zeit ist noch nicht da, sondern dort sind noch die Filmsequenzen, also so viele Frames, 16 Bilder pro Sekunde war dort die Zeiteinheit. So. Und parallel zu diesen Untersuchungen hat man ein Leistungsgradbewertungsverfahren laufen lassen. Man hat also die Filme, das sogenannte LMS-Verfahren, Lorry, Maynard und Schwab, und hat diese Filme Arbeitsgestaltungsexperten diese Filme anschauen lassen und die einzelnen Bewegungen oder das gesamte Video einfach raten lassen. Und man auch so eine Tabelle haben wir bei uns im Archiv, wo man sieht, wo diese Bewertung durchgeführt worden ist. Und dann hat man im Prinzip diese beiden Dinge verheiratet, hat Statistik betrieben und hat über Tausende und Abertausende Frames und Bilder für die einzelnen Bewegungen Statistik betrieben und hat im Prinzip einen Mittelwert gerechnet. Und so kam man dann schon langsam zu den Zeitwerten in der MTM-1-Datenkarte. Und also du hast gerade erklärt, wie der Zeitwert TMU entstanden ist. Ja, genau, im Prinzip ist der so entstanden. Also deswegen weiß man auch jetzt vielleicht aus deinen Erläuterungen,
dass ein TMU 0,036 Sekunden sind. Ja, wir beim, das hört sich immer so verrückt an, ne? Wie will ich, ne? Aber das ist die Erklärung dafür. Einfacher, ne? Zu merken ist, eine Stunde hat 100.000 TMU, das kommt eben aus diesen 16 Bildern und der Bewegungsgeschwindigkeit der Filme damals. Und wir beim TMU, wir sagen ja immer, wir haben einfach mehr Zeit in einer Stunde, weil wir haben einfach 100.000 Zeiteinheiten statt nur, wie auch immer, 60 Minuten oder wie immer zur Verfügung. Weiß ich gar nicht, ob ich so lange will, dass eine Stunde so lange dauert. Ja, aber das ist die Erklärung. Das ist die Erklärung. Daher kommt, also aus dieser Zeit kommt die Zeiteinheit, Time Measurement Unit, und aus dem Entwicklungsprojekt am Ende dann eben das MTM-1-Verfahren. MTM steht ja für Methods Time, also für die Methodenzeit. Genau. Genau diese Idee von Gilbreth, die ideale oder eine Arbeitsmethode zu beschreiben, und der Fokus ist auf Beschreibung dieser Methode und Gestaltung dieser Methode, und die Zeit ist ein Abfallprodukt. Also wenn die Methode richtig beschrieben ist, ist das, was hinten rauskommt, eine TTB, eine beeinflussbare Tätigkeitszeit oder Grundzeit, und die steht und die ist basiert auf der MTM-Normleistung. Eine Bezugsleistung, die auch, wir werden vielleicht hoffentlich noch ein bisschen über das Thema, ganz bestimmt, über ein Lieblingsthema Normleistung, Normalleistung reden, aber dahinter steht eine Normleistung, und diese Normleistung ist eine Dauerleistung, also eine Leistung, die jemand erbringen kann über die Dauer eines Arbeitstages, ohne zusätzlich zu ermüden. Und das ist die Bezugsbasis. So, und wenn die Arbeitsmethode mit den MTM-Systemen oder mit den Bausteinen, Prozessbausteinen, wie wir sie in der Zwischenzeit nennen, beschrieben ist, dann kommt automatisch die Zeit raus. Also wir diskutieren nicht über die Zeit, sondern wir diskutieren über den Ablauf. Und daher auch diese Denke im Konnex Richtung Ergonomie jetzt von Gilbreth total fortgezogen. Und das ist ja auch das eigentlich Interessante, weil ja sehr häufig, aber nochmal, wir wollen jetzt bestimmten Dingen nicht vorgreifen, Gilbreth hat sich eben mit dem Bewegungsstudium auseinandergesetzt und die Zeit ist quasi ein Abfallprodukt. So ist es. Und zuerst wurde der Begriff Bewegungsstudium sozusagen propagiert und erst dann kam der Begriff Systeme vor bestimmter Zeiten. Genau. Ne? Weil ich dann natürlich, aber da steigen wir gleich nochmal ein. Peter, wenn ich richtig informiert bin, ist euer Verband, also MTM Association, wie er sich heute nennt, in den 60er Jahren gegründet worden, und zwar Am 18. März 1962. Darum haben wir nächstes Jahr 60-jähriges Jubiläum. Also stimmt. Ja, richtig. Ne? Am 8. März? 18. März? Nein, falsch. 18. Oktober. So, 18. Oktober. Ich wollte gerade sagen, da hätten wir ja auf Linie raus der Glocken eine riesige Party machen können. Nein, hätten wir nicht. 18. Oktober, Entschuldigung. Also, am 18. Oktober 1962 gegründet worden. Und spannenderweise ist der Verband gegründet worden von der Robert Bosch GmbH oder durch die Initiative. Von der Daimler-Benz AG, von der, und da war ich völlig überrascht, von IBM Deutschland, von Vorwerk und, wenn man jetzt noch ein bisschen weiter reingeht, von Maggi und und Felina. Und Felina. Nee, in der Industrie. Felina, hier in Mannheim, ein Unternehmen. Also, namhafte Organisationen haben quasi einen Grundstein gelegt, dass MTM Association es gibt, wenn man so will. Da wirst du gleich dazu ein bisschen was sagen, warum die das sozusagen vorangetrieben haben. Zudem, wenn man über euch recherchiert, gibt es noch eine MTM-Akademie, es gibt das MTM-Institut, es gibt mittlerweile ein MTM-Softwarehaus. Und vielleicht kannst du uns nicht nur sozusagen alles, was zu dem 18. Oktober 1962 geführt hat, ein bisschen was erklären, sondern auch zu diesen vielen unterschiedlichen Bezeichnungen, was da dahinter steckt. Kann ich machen. Sehr gern. Also, ich möchte vielleicht so starten. MTM ist immer, wenn man darüber spricht, einerseits ein Instrument, also die Methode, die Bausteine, das, was einmal früher System vorbestimmter Zeiten war, also die Prozesssprache, wie wir sie jetzt nennen, also dieses Instrumentelle von MTM, und auf der anderen Seite die Institution, die Organisation MTM. So. Gegründet wurde MTM unter dem Aspekt der Interessenvertretung, um diese Verfahren, die ja seit 1950 oder Beginn der 50er Jahre in USA, auch dann über Schweden, Frankreich nach Europa kamen, in Deutschland zu systematisieren. Das war der Auftrag von der deutschen, der Auftrag ist, MTM zu verbreiten, und hatte damals im Wesentlichen die Möglichkeit oder den Hintergrund, MTM in den Unternehmen einzuführen, dabei Unterstützung zu bieten. Vor allem im Kontext, wenn es um Betriebsvereinbarungen in Gang ging. Und das war eigentlich der satzungsgemäße Auftrag. Das war sehr erfolgreich und hat dann dazu geführt, dass man die deutsche MTM-Gesellschaft dann auch vor mehr als 30 Jahren gegründet hat, um
den gemeinnützigen Anteil, wir sind ein gemeinnütziger Verein, mhm. von dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb etwas zu separieren. Und in dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb sind unser Softwarehaus, wo wir Software entwickeln und die Beratung tätig oder beheimatet. Und in dem gemeinnützigen Verein, der MTM Association, sind es im Wesentlichen das MTM Institut, wo geforscht wird, und die MTM Akademie, die lehrt. Diese Gesamtorganisation führt auch in der Zwischenzeit die internationalen MTM-Aktivitäten, die sich One MTM, also ein MTM, in der Umkehrung, es kommt ein bisschen von Chilbres und Serblix, weil da kommt der Name, aha, und daher kommt okay, MTM ja, 1 okay, und ja. One MTM. Ne? Okay. Hat ein bisschen eine Dialektik da drinnen. Mhm. Und wir führen auch die Aktivitäten international. Und der Auftrag von MTM ist, MTM, also der satzungsgemäße Auftrag ist, die Methode zu verbreiten, den weltweiten Standard MTM zu etablieren. Und das ist unser Job und das tun wir mit Leidenschaft. Und das ist die Aufgabe. Das kann man an dir merken. Danke. Ich habe mich ja mal als 5 größten Fan von MTM bezeichnet. Hier seht ihr den größten Fan. Und ich glaube, das spürt ihr. Angela, gibt es irgendwie schon bei dir was? Irgendwie eine Bemerkung? Sind die Leute ruhig, hören zu? Verfolgen das. Also wie gesagt, liebe Grüße hier in die Runde, aber bislang habe ich noch keine Fragen. Okay. Vielleicht müssen wir mal ein paar pointiertere Statements raushauen. Peter, ich hatte ja gesagt, dass Gilbres sozusagen sein Augenmerk auf die Methode, und du hast es ja auch noch mal bestätigt, und auf ermüdungsfreie Arbeitsplatzgestaltung. Keine Sorge, das ist ein Luftballon, der in die Höhe gegangen ist. Aber da seht ihr, dass das live ist. Also wiederholen wir nochmal. Es ist auch das erste Mal, dass uns das passiert. Alles gut. Gut. Also, Gilbres hat ja sein Augenmerk darauf gelegt, die optimale Arbeitsmethode zu erfinden und ermüdungsfreie Arbeitsplatzgestaltung zu betreiben. Mhm. Und ich habe dann auf eurer Website gelesen, MTM, der Standard zur Gestaltung menschlicher Arbeit. Und du hast es auch so ein bisschen angedeutet, das ist schon noch ein ganz großer Fokus von euch unter ergonomischen Gesichtspunkten Arbeitsplätze zu gestalten. Mhm. Weil wir alle wissen, dass Arbeitsplätze, die eben nicht nach ökonomischen Gesichtspunkten gestaltet sind, eben nicht produktiv sein können in der Folge, oder? So ist es. Das ist schon immer noch ein großes Thema. Also das liegt auch in der Definition von MTM drinnen, habe ich vorher nicht so adressiert. Aber ich kann nur ermüdungsfrei, also die Bedingung für diese Bezugsleistung, die MTM-Normleistung, ist, dass die Ergonomie in dem Arbeitssystem in Ordnung ist. Also ich bringe ein Beispiel. Du kannst nicht den ganzen Tag, 8 Stunden am Tag, eine Bierkiste vom Boden auf den Tisch heben. Ja, das geht irgendwann nicht, weil das aus ergonomischer Sicht zu belastend ist für den Körper. Und das schwingt mit, wenn es bei uns um den Begriff Standard geht. Mhm. Also es ist immer eine Kombination aus ergonomiegerechter und auch produktiver Arbeit. Das versteckt sich hinter dem Standard auf der Methodenseite. Hinter Standard versteckt sich aber auch standardisierte Ausbildung, also es hat mehrere Dimensionen. Ja. Standardisierte Anwendung, weil nur wenn man MTM einführt oder nutzt und gewisse Systematiken beachtet, wie man Bausteine sinnvoll verdichtet, welche Bausteine man in welchem Fertigungssystem verwendet. Ich kann gleich noch ein Beispiel bringen, was das bedeutet. Alles das versteckt sich hinter Standard, ja. Also Leistungsstandard, aber auch Ausbildungsstandard zum Beispiel. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt eintauchen wollen. Ich würde gerne noch bei dem Leistungsstandard bleiben. Weil das dann doch ja ein zentrales Thema immer wieder in der Diskussion ist. Was ist denn diese MTM-Normleistung? Und ich versuche das mal mit einem Beispiel zu erklären, das ein bisschen in eine andere Welt abdriftet, Ralf. Und da muss ich dir eine Frage stellen, oder darf ich dir eine Frage stellen? Ja, klar. Wie weit ist von hier nach Frankfurt zum Flughafen? 68 Kilometer. 68 Kilometer. Und warum ist 68 Kilometer? Naja, also, weil ich jetzt in meinem Kopf habe, wie ich fahre. Ja. Wir haben ja noch das Luxusthema, dass ich von hier aus auf der A67 nach Frankfurt fahren kann zum Flughafen oder auf der A5. Okay. Und ich nehme halt eben die A67. Okay, du nimmst also
eine dieser Autobahnen, genau, die, wenn ich das übertrage in die arbeitsgestalterische Welt, quasi eine relativ optimale Arbeitsmethode ist, um diese Arbeit durchzuführen, um nach Frankfurt am Flughafen zu kommen. Das ist aber nur ein Aspekt, warum es 68 Kilometer sind. Es gibt noch einen zweiten. Und der zweite Aspekt, warum es 68 Kilometer ist, ist neben der Wahl der Autobahn oder der anderen Autobahn oder der Landstraße die Tatsache, dass sich irgendwann mal jemand definiert hat, dass dieses Stück Metall, das da irgendwo in Urmeter liegt, dass das halt ein Meter ist. Hätte er definiert, dass das ein Meter ist damals, jetzt wissen wir durch die Lichtlängen in der Zwischenzeit, dass es so ist, aber hätte er definiert, dass das ein Meter ist, dann würde man halt nur 34 oder wie viele Kilometer auch immer fahren. Und genauso ist es mit der MTM-Normleistung. Man hat halt mal definiert, wie lange etwas dauert. So, und jetzt misst man mit dem Metermaß, wie man halt mit dem Metermaß misst, mit dem MTM-Maß, die menschliche Leistung. So, und jetzt kann man, eins ist auch ganz klar, und das ist vielleicht mal so ein pointiertes Statement, das man da auch rauslassen kann an dieser Stelle, ist, der Vorteil von MTM ist, wenn man menschliche Leistung misst, misst man sie immer gleich falsch. Und niemand weiß, was 100% menschliche Leistung ist, auch wir nicht. Ja? Mhm. So, aber wenigstens habe ich sozusagen immer denselben Fehler drin in irgendeiner Form. Und auf dem kann ich meine Kalkulationen, meine Planungen, meine ergonomischen Bewertungen aufbauen. Und das ist einer der Aspekte. Das dahinter ist ja deshalb interessant, aber da kommen wir dann später nochmal dazu, weil es gibt ja nochmal einen Verband, ja, die ja von einer Normalleistung sprechen, ja, die über Beurteilungen stattfindet. Aber lass uns da später einsteigen. Die Angela hat Nur ganz kurz, das ist ja passiert. Genau diese Beurteilung ist ja passiert bei der einmaligen oder bei der erstmaligen Entwicklung von MTM. Mhm. Diese Leistungsgradbeurteilung, von der ich gesprochen habe, ist im Prinzip nichts anderes als das, was wir jetzt machen, wenn wir eine Refa-Zeitaufnahme machen. Mhm. Aber da gehen wir nachher nochmal rein, weil also das ja immer so ein, guter Punkt ist. Angela, du hast jemanden in der Leitung oder zumindest ich du glaube, das? Ich nehme da vielleicht ein bisschen was vorweg, aber es ist natürlich definitiv die Frage aufgetaucht, wie sieht die Beziehung zwischen MTM und REFA aus? Also von daher gesehen. Ja, die stellen wir zurück, glaube ich, oder? Also, wir versprechen euch in weniger als 10 Minuten, wenn ja, ich wieder Luftballon platzt, gehen wir darauf nochmal ein. Aber das ist ja ein Riesenthema. Also kommen wir jetzt zu diesem Begriff der Systeme vorbestimmter Zeiten. Ja. Also lassen wir uns das einfach nochmal versuchen zu übersetzen. Also es gibt scheinbar ein System, mit dem ich Zeiten vorherbestimmen kann. So ist es. Okay, ja, also das ist jetzt so eine, der Versuch einer Übersetzung, ja, des Begriffs. Oder wenn man den englischen Begriff hernimmt, Predetermined Motion Time Systems. Also vorbestimmte Zeiten für Bewegungen, so nach dem Motto. Und jetzt ist ja klar, dass jeder Fertigungsplaner, wer auch immer sich mit Produktion beschäftigt, muss ja wissen, wie lang zum Beispiel ein Arbeitsgang, ein Arbeitsschritt dauert. Also es ist jetzt egal, wie detailliert wir da runtergehen, um einfach vorhersehen zu können, wie lange die Herstellung eines Produkts beispielsweise braucht. Ja. So, und jetzt gibt es ja aber Fälle, wo das, was ich produzieren möchte, noch gar nicht real existiert. Genau. Also nehmen wir zum Beispiel Automobilindustrie. Aber ich habe deswegen vorhin gesagt IBM. Ich habe dann überlegt, da ging es ja dann um Leiterplatten unter Umständen. Leiterplatten bestücken ging es damals. Und so weiter und so. Also es gibt Arbeitsgänge, die sozusagen in einem planerischen Zustand sind. Mhm. Und bei Fließfertigungen zum Beispiel, zeitlich gebundenen Systemen, taktgebundenen Systemen. Und wenn man jetzt nochmal zurückgeht auf diese 17 Grundbewegungselemente, wäre ich in der Lage, mit diesen Grundbewegungselementen, die alle eine Zeit haben, sozusagen Dinge, die es noch gar nicht gibt, schon zu beschreiben, ja, nicht nur zu beschreiben, sondern eben auch in der Zeit zu versehen. Ja, wobei der Abfall, die Zeit der Abfall ist. Ne? Also der Fokus ist nicht die Zeit, sondern die Beschreibung. Jetzt nochmal ganz kurze Korrektur mit den 17 Bewegungen nicht, weil die sind nicht zeitlich korreliert. Das haben die Childresses damals nicht gemacht, sondern aus den 17 wurden dann im Prinzip die MTM-Grundbewegungen, die auf der MTM-Normzeitwertkarte sind, rund 270 Zeitwerte für die einzelnen Bewegungen. Lass uns da gleich nochmal kurz rein. Ja.
Viele tun ja vielleicht sozusagen nur die Grundbewegungselemente. Ich würde das nochmal. Ihr habt noch viel mehr. Ja, also ich versuche es mal ganz kurz anders zu beschreiben. Was ist ein System vorbestimmter Zeiten? Abgesehen davon, dass das vom Wording her etwas in die industrielle Historie der MTM-Anwendung gehört, aber bleiben wir mal bei dem Begriff. Wie funktioniert das? Ich möchte eine Analogie bringen, weil ja Chilvers auch aus dem Bau kam. Im Prinzip sprechen wir hier von Zeit oder eigentlich Prozessbausteinen. Und diese Bausteine haben einen definierten Arbeitsinhalt, ja, auch wenn der noch so klein ist. Ja, und diesem Arbeitsinhalt ist eine definierte, vordefinierte Zeit zugeordnet. Also so. Und im Prinzip macht man nichts anderes. Wir bauen quasi ein Haus, in dem wir einen Arbeitsablauf beschreiben. Also wir legen Baustein über Baustein. Mhm. Wir haben zwischen den Bausteinen Regeln zu beachten, damit die auch ordnungsgemäß halten. Oder wenn wir Fenster bauen, dann müssen wir halt gewisse Regeln beachten. Aber im Prinzip beschreiben wir den Arbeitsablauf, wie man eine Hauswand aufbaut. Nur der Unterschied ist, unsere Bausteine sind unterschiedlich hoch, weil die Ziegel natürlich unterschiedlichen Arbeitsinhalt haben. So. Und die feinsten oder das feinste System, das damals entwickelt worden ist, das viele kennen unter dem Aspekt, wo ja auch unser langjähriger Ruf herkommt, nämlich diese grüne Karte. Diese grüne Karte und dieses kompliziert und das ist alles so mühsam, das beginnt mit diesem Grundzyklus, der 85% aller Tätigkeiten eigentlich ausmacht. Das ist das Hinlangen zu einem Teil, ich muss einen Teil greifen, ich muss den Teil irgendwo hinbringen, um ihn dann zu positionieren und dann kann ich ihn irgendwann wieder loslassen, weil sonst klebe ich für alle Ewigkeiten dran. R1 oder R2? R1 oder R2, 2,0 oder 0,0 TMU. Ne? Also, dann gibt es aber auch noch natürlich gewisse Blickfunktionen, Prüfen, Prüftätigkeiten, Blick verschieben, dann haben wir Drehbewegungen, Körperbewegungen, ja, Knien auf einem Knie, Knien auf zwei Knie, Beugen, Bücken. Ja. Also es gibt noch viel mehr, um diese menschliche Tätigkeiten zu beschreiben. So, das ist das genaueste, das originalste System. So. Und jetzt nochmal eine Analogie zum Messen. Wenn ich zum Beispiel das Papier oder was du in der Hand hast mit einem Lineal messen würde, dann nehme ich ein 30 cm langes Lineal und kann ausmessen, wie groß dieses Papier ist. Mhm. Ein Maurer würde nie auf die Idee kommen, mit einem 30 cm langen Lineal eine 10 Meter Hauswand zu messen. Der nimmt einfach ein anderes Messwerkzeug, aber die Messeinheit dahinter ist dieselbe. Der misst auch in Zentimeter und Metern. So. Mhm. Genauso ist es bei MTM. Ich verwende diese Systeme, je nachdem wie das Arbeitssystem ist, von der Präzision her, wie ich es brauche, genauere Systeme, auch in Kombination mit Ergonomie, oder ich habe gröbere Systeme. Wenn ich beispielsweise in einer Autowerkstatt oder in einem Instandhaltungsbereich tätig bin, brauche ich einfach ein anderes Messinstrumentarium, als wenn ich in einer getakteten Serienfertigung Zykluszeit 30 Sekunden bin, beim wem auch immer, ja, bei welchem Unternehmen. Also so, das zum Thema vielleicht, wie diese Systeme funktionieren. Also wir beschreiben die Arbeitsabläufe und wir können sie im Vorhinein beschreiben, weil wir müssen die Arbeit nicht sehen, das ist Teufelszeug, was man da uns auch immer vorwirft. Wir müssen nicht sehen, wie die Arbeit genau durchgeführt wird, sondern wir können aufgrund der Parameter und der Rahmenbedingungen, die die MTM-Bausteine haben, nämlich Bewegungslängen, Gewichte der Teile, die wir haben, Größe der Teile, wie schwer ist es zu greifen, wie genau ist es zu platzieren, aufgrund dieser Rahmenbedingungen können wir Arbeit im Vorhinein erahnen und damit sozusagen den Arbeitsablauf beschreiben. Und das ist das, was die Stärke von MTM eigentlich ausmacht, gerade wenn wir jetzt in die digitale Welt hineingehen, dass Simulation dadurch, ja, Simulation per se ist eine Doppelung, also vorhinein möglich wird. Ja. Und das ist halt die Stärke oder dieses Hexenwerk, was viele heißt, auch das, nicht sehen. Habe ich das richtig verstanden? Das ist jetzt auch etwas, aber wie du sagst, klingt es logisch. Das heißt, ich kann einen Arbeitsablauf sozusagen von meinem geistigen Auge ablaufen lassen und kann schon sagen, voraussichtlich, wie lange das dauert. Ja, man hat halt natürlich, oder man nimmt eine Konstruktionszeichnung her oder einen Arbeitsplan in irgendeiner Form, wo der Ablauf schon drauf ist, braucht diese Zusatzinformationen, stellt sich vor, der Teil liegt im 2-Meter-Bereich oder im 1-Meter-Bereich oder im Golden Area, also im Greifbereich, wo auch immer. Das muss man halt mal annehmen und dann kann man diesen Ablauf beschreiben und hält mit einer entsprechenden hinreichenden Genauigkeit eine Ablaufbeschreibung und eine Zeit. Und wenn man es möchte, auch zukünftig oder jetzt schon Ergonomie, erste Hinweise auf die Ergonomie dieses Arbeitssystems. Also das, was du beschrieben hast, klingt erstmal sehr aufwendig, aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Die Angela hat wieder jemanden, der sich beteiligen möchte. Ja, und zwar geht es eben darum,
Inwiefern, also diese Standards, die ja dann irgendwann entwickelt wurden, inwiefern diese überprüft werden ständig und ob diese sozusagen veränderbar sind oder ob das als gegeben, Gott gegeben, immer so bleibt? Also als Gott gegeben sicherlich nicht. Also es gibt einen Auftrag für die MTM Association, auf die zu überwachen und zu überprüfen, ob sich diese Standards verändern. Wir tun das in regelmäßigen Abständen, aber der Mensch hat sich jetzt in den letzten 70 Jahren nicht so verändert, dass daraus andere Zeiten entstanden sind. Ich hoffe, die Frage ist so richtig interpretiert oder beantwortet. Ne? Naja, also für mich hätte sich das jetzt auch ergeben. Warum soll jemand das Metermaß ändern? Warum soll jemand 1924 anders zu irgendetwas hingelangt haben, also, wie er es heute tut? Aber die Frage, also das zeigt ja letztlich auch euer Dilemma, oder? Also die Frage zeigt es nicht, das Dilemma, dass scheinbar die Leute, was sie nicht sehen können, irgendwie nicht nachvollziehen? Das Dilemma ist, dass sehr viele darauf fokussiert sind oder glauben, man kann Arbeit nur beschreiben, wenn man sie sieht. Und das ist es nicht. Und das ist wie, jeder kann, nochmal die Analogie mit dem Haus, man kann auch ein Haus hinmalen auf dem Plan und jeder kann sich vorstellen, wie dieses Haus, oder halbwegs gut vorstellen, wie dieses Haus dann aussehen wird. Und das im Prinzip tut MTM nichts anderes, als man den Arbeitsablauf hinzuschreiben und dann, dass der dann, wir beschreiben ja auch die Arbeitsmethode. Wir beschreiben nicht die individuelle Ausprägung, wir sprechen von Arbeitsweise dann, die das Individuum dann genau tut. Und wir bewerten auch nicht den Ralf Volkmar und den Peter Kuhlang, die da in dem Arbeitssystem ungeübt oder wie auch immer arbeiten. Es kommt ja noch eine Prämisse dazu. Die MTM-Zeiten sind eine Dauerleistung, aber sie bedingen auch eine gewisse Übung. Also man muss eingearbeitet sein. Eine gewisse Fertigkeit, habe ich vorher gesagt, Fähigkeit und Anstrengung, die dafür notwendig sind. Also es ist nicht so, dass man mich jetzt an einen Arbeitsplatz beim Unternehmen X stellen kann und dann kann ich dort entsprechend in dem Takt arbeiten. Das funktioniert nicht. Aber man kann, wenn man mit MTM den Grundriss der Arbeit beschreibt, kann ein Individuum im Rahmen der vorgegebenen Grenzen, zeitlichen Grenzen, diese Tätigkeiten durchführen. Und das ist der Trick, den man braucht, um das, was ich vorher gesagt habe, Menschen sind, wenn sie eingearbeitet sind, unabhängig vom Individuum, kommt man zu einer annähernd gleichen Durchführungszeit für eine Arbeit. Und mit noch einem Argument muss ich aufräumen, was immer wieder kommt, ist, eins ist fix. Man wird eine MTM-Zeit, die man am Papier oder in unserer Software oder wo auch immer macht, man wird sie nie live sehen. Man sieht sie nicht. Wenn dort 28 Sekunden für eine Arbeit rauskommen, du wirst sie nicht sehen, das ist Zufall, dass das passiert. Ja? Weil das Individuum nie die Tätigkeit genau so mit der Leistungserwartung durchführt, sondern das ist ein Planungswerkzeug, um daraus Personalbedarf zu rechnen, um Einsatzplanung zu machen, zu sagen, welche Tätigkeit mache ich an welcher Stelle. Genau. Und es ist ein Werkzeug, um Planzeiten im Unternehmen, unternehmensspezifische Planzeiten aufzubauen, wie man das ja auch mit anderen Zeitermittlungsmethoden macht, um korrekt, hinreichend genau Produkte zu kalkulieren, Angebote herausgeben zu können und Arbeitsplätze zu gestalten. Das ist die Idee. Also wir müssen noch mal zum Anfang zurück, vielleicht in Bezug der... Also du hast ja ganz am Anfang gesagt, es sind Abertausende von Filmaufnahmen gemacht worden und Abertausende von Aufnahmen gemacht worden, immer wieder über die gleiche Bewegung und dann über dieses Auszählen dieser einzelnen Frames ist quasi dieser Zeitwert zustande gekommen. Und ich meine, ich selbst habe ja auch eine REFA-Ausbildung, ich habe auch einen MTM-Schein und so weiter. Und klar ist, und ich will nicht auf dieser 0,036 Sekunden rumreiten oder sonst was, aber klar ist, dass die Zeitwerte, die dahinter stecken, in irgendeiner Tabelle drinstehen. Ja. Und das ist natürlich was anderes, aber das ist nur Psychologie, glaube ich, einen Zeitwert irgendwo rauszulesen, im Vergleich dazu also eine Uhr nebenher laufen zu lassen. Das eigentliche Spannende ist, und du hast es eben ja auch erwähnt, bei diesem anderen Verband, über den wir jetzt dann gleich kommen, zu dem wir kommen, die sagen ja selbst, die Zeitaufnahmen zu machen, wären viel zu aufwendig jedes Mal. Du hast die Möglichkeit, es wirtschaftlich
dazu gestalten, indem du Planzeiten machst und da kommen ja auch Tabellen raus. So ist es. Ne? Also wir sind quasi nur die Ebene drunter. Genau. Also ich möchte mal zu diesen Filmaufnahmen sagen, das ist ja auch etwas, die damals gemacht worden sind. Also wenn hier Interesse besteht, kann man sich gern an mich wenden. Wir haben entsprechend Informationen dazu, um die Skeptiker da draußen in der Welt sozusagen, um hier Einblick zu gewähren. Das ist durchaus möglich. Und das ist kein Hexenwerk dahinter. Ne? Und das ist alles nachvollziehbar. Ja. Aber die Botschaft ist nochmal die, und das wusste ich beispielsweise auch nicht, die Botschaft ist ja die, und das hast du ja eben gesagt in Bezug auf diese Frage, natürlich ist es ein Auftrag, das sozusagen in der wissenschaftlichen Begleitung, sage ich jetzt mal, ja, immer wieder und ständig zu überprüfen, das macht ihr natürlich nicht jeden Tag, zu überprüfen, ob das noch immer so ist, wie es irgendwann mal vor x Jahren erfasst worden ist. Ja, wir tun das am Institut, wir haben da ein Auge drauf. Man kann da jetzt auch gerade, wenn diese Themen MoCap, also Bewegungsstudien aufkommen, kann man da schon Erkenntnisse ziehen. Man hat da auch ein Auge auf, ob sich die Populationen in verschiedenen... Es ist übrigens auch immer noch ein Gerücht, dass wie kann ein kleinwüchsiger, ich sage jetzt mal Asiat, ohne hier, dass das falsch interpretiert wird, wie kann denn der dieselbe Leistung erbringen oder dieselbe Geschwindigkeit erbringen wie ein Südafrikaner oder ein Europäer oder so. Die sind in der individuellen Ausführung natürlich unterschiedlich, ganz klar, das habe ich auch vorher gesagt, aber deswegen kann man trotzdem diese kulturellen Unterschiede bei der Planung mit berücksichtigen, ja, so, um das noch aufzunehmen. Also und das ist ja, also da habe ich auch aufgehört, also aufgehorcht, ja, sozusagen, als du gesagt hast, die Zeit, die wir ermitteln, wird man niemals sehen, weil natürlich sozusagen das Individuum diese Arbeit ausführt und den beobachte ich ja zu irgendeinem Zeitpunkt, wo der im Vergleich zu einem anderen eine bessere oder eine höhere Leistung hat. Ja. Und das ist eben auch nochmal wichtig, wenn man über Arbeitsstudium spricht, da gibt es eben diesen Begriff Arbeitsweise. Ja, genau. Und den darf man eben nicht ignorieren. Ne? Die Stärke kommt einfach dadurch, dass ich mir mit diesen Bausteinen wenn ich eine Idee habe, wie ich etwas verändern möchte oder wie ich etwas gestalten möchte, ich kann mir im Vorhinein überlegen, wie die Arbeit dort durchgeführt wird, nehme ich diese Bausteine und kriege eine Information über die zeitliche Dauer. Gerade in der Lean-Welt ist das etwas, wenn ich habe eine Verbesserungsidee, bringt sie mir aber was, bin ich wirklich schneller? Dann kann ich mal mit einer ersten Abschätzung darüber gehen und sagen, okay, hat was gebracht und wenn es was bringt, setze ich meine Maßnahmen in die Richtung, aber es ist nicht im Prinzip, ich gehe diesen Weg und dann stelle ich erst fest, okay, ja oder nein. Ne? So, also das ist so die Stärke dahinter. Angela, du? Ja, darf ich noch ganz kurz einen Satz, dieses Thema nochmal, die richtigen MTM-Systeme im richtigen Kontext, ne? Also diese Analogie mit den richtigen Messmethoden, das ist noch was ganz Wichtiges, dass man, weil wir auch die Frage hatten, ob sich die MTM-Zeit verändert. Was sich verändert hat in den letzten Jahren, also wir kennen ja viele von Ihnen kennen wahrscheinlich, oder du auch, das MTM-UAS, universelles Analysesystem, unser Massen, Tool, das sehr gut angenommen wird, aber das ist halt in einem zeitlichen Kontext der 1970er Jahre entwickelt worden. Arbeitsmethoden, Werkzeuge, Technologien der damaligen Zeit und die ganzen Entwicklungen der Produktionssysteme, unserer Fertigungssysteme haben sich halt in kürzere Taktzeiten, bessere Gestaltung, bessere Methoden entwickelt. So. Mhm. Und auch da müssen MTM-Werkzeuge mitwandern und sich mitentwickeln. Nicht, dass das UAS falsch ist, aber die Bezugsleistung dort, also die Messeinheit ist die gleiche wie jetzt ein neues System, das in diese Welt passt, wie zum Beispiel Human Work Design, MTM-HWD. Ja? Und diesen Wandel gehen wir natürlich schon mit, indem wir die Systeme anpassen. Und trotzdem ist der Meter ein Meter. Genau, so. Das ist das Prinzip dahinter. Ne? Und er ist immer gleich falsch. Genau. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Der Meter ist ja in Wirklichkeit auch kein Meter, der da in Paris liegt. Gut, das weiß man nicht so richtig, aber auf jeden Fall über die Wellenlänge des Lichtes konnte man das irgendwie schon definieren, dass der Meter ist. Angela, du hast noch jemanden. Ja, und ich würde sagen, möglicherweise ist es ein Kollege, der hat nämlich Ähnliches in dem Kommentar oder in Kommentaren hier erläutert. Der hat gesagt, es geht weniger darum, ob die einzelne Grundtätigkeit richtig ist oder nicht, sondern dass die Relation korrekt ist bzw. vergleichbar ist. Und das wäre der große Mehrwert. Genauso, dass man eben die Tätigkeiten miteinander vergleichen kann, zwei Tätigkeiten, ohne das Arbeitssystem halt eben vorliegen zu haben. Das heißt also, man kann damit wenigstens eine Planung machen. Ich gehe mal davon aus, es könnte ein Kollege von dir sein. Okay, so jetzt kommen wir aber zu diesem, vielen Dank für die Ergänzung,
Jetzt kommen wir zu dem anderen Verband. Also, der andere Verband hat sich 1924 gegründet, hieß bei der Gründung Reichsausschuss für Arbeitszeit, Ermittlungen, Methoden oder wie auch immer, ist heute der älteste Verband, der sich mit, ich weiß nicht, ob das ein Qualitätsmerkmal ist, doch, ist der älteste Verband, der sich mit Arbeitsgestaltung, Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung beschäftigt, 1924 gegründet. Und den meisten von euch dürfte er unter dem Begriff der REFA-Zeitaufnahme bekannt sein. Und es gibt eine Kooperation zwischen euch beiden, ja, also zwischen REFA und MPM. Und jetzt sollten wir, glaube ich, mal darauf eingehen. Ich will das mal ganz kurz sagen, weil ich ja selber Darf ich noch mal ganz kurz vorweg? Wir müssen auch hier wieder aufpassen. Beim REFA ist es so, es gibt die Methodenlehre des REFA, ja, Methodenlehre des Industrial Engineering, genau, also die instrumentelle Seite, ja, die methodische die Seite. Die REFA-Zeitaufnahme. Und die organisationale Seite, genau, also der REFA-Verband, ja, in seinen verschiedenen Ausprägungen. So, und da sollten wir auch wieder auseinanderhalten, über wen wir sprechen. Aber, ja. Also wir reden jetzt über die Methoden. Da reden wir zuerst über die Methode. Wir reden über die Methodenlehre. Ja. Diese REFA-Zeitaufnahme heißt ja, ich habe eine Stoppuhr, die in 100 Teile aufgeteilt ist. Wie auch immer, ja. In Hundertstel Minuten. Hinterfragt auch keiner so kritisch, ne? Also so. Und durch die Beobachtung tue ich nicht nur die Zeit messen, sondern derjenige, der beobachtet, beurteilt, und das ist ganz wichtig für alle diejenigen, die euch kritisch hinterfragen. Es ist eine Beurteilung. Eine Beurteilung ist immer sehr individuell. Beurteilt dabei sozusagen eine Leistung, die ihr beobachtet. Genau, und die beobachtet oder die beurteilt aufgrund der Intensität und der Wirksamkeit wie genau diese Tätigkeit durchgeführt wird. Und die Intensität hat natürlich was mit Bewegungsgeschwindigkeit zu tun. Und die Wirksamkeit äußert sich, wie locker, rhythmisch, harmonisch und ausgeglichen der Mensch diese Bewegung macht. Also genau, es ist viel Raum für Interpretation, könnte man so sagen, oder? Kann man sagen, aber ich sag mal, in meinem wissenschaftlichen Hintergrund oder auch industriellen Hintergrund, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass diese jetzt REFA-Zeitaufnahme und MTM-Analyse, über das wir gerade sprechen, aber auch andere Zeitermittlungsmethoden, die haben alle ihre gleich wichtige und gleich hohe Bedeutung, wenn es um dieses Thema geht. Ja. Und ich möchte da auch keinen Keil oder irgendwas hineingetrieben wissen in MPM ist besser oder schlechter und REFA ist besser oder schlechter, sondern sie beide Methoden haben ihre Stärken und ihre Schwächen. Wir haben auch unsere Schwächen, genauso uns kann man halt auch nicht überall anwenden. Und über die möchte ich da aber gar nicht diskutieren, sondern eine korrekt gemachte oder auch die Publikationen, wenn man mal aus den, ich weiß gar nicht, wann Schleich das publiziert hat, aber Professor Schleich hat mal Untersuchungen genau gemacht zwischen REFA-Zeitaufnahme und damals, glaube ich, MTM1-Analysen. Wenn man beide Methoden sauber anwendet, also regelwerkskonform, auch entsprechende Epsilon-Werte auf der Seite der REFA-Zeitaufnahme besprechen, berücksichtigt, kommt im Endeffekt fast das gleiche Ergebnis heraus, plus minus 3%. So, jetzt ist aber was anderes dahinter wichtig. Die Normleistung und die Normalleistung auf der REFA-Seite, die REFA-Normalleistung und die MTM-Normleistung. Im Prinzip haben sie eine ähnliche Definition, sind beides Dauerleistungen, die ohne zusätzliche Ermüdung auf die Dauer einer Schicht erbracht werden können. So. Und das ist doch das, was uns verbindet. Wir suchen für die Industrie eine Methode, um einem Planer oder wem auch immer ein Werkzeug in die Hand zu geben, dass er damit seine Schlüsse ziehen kann. Ich will gar nicht sagen, ob er damit produktiver ist oder was auch immer er damit tut, aber er braucht dieses Instrumentarium. Mhm. Und das ist mir ganz wichtig, das auch mal hier klarzulegen. Hier gibt es kein, es ist im Instrumentarium eines Industrial Engineers oder eines Arbeitswissenschaftlers oder eines Arbeitsplaners sind das beides Werkzeuge, die man im Köcher haben muss. Ne? Und ich denke, das sollte man hier mal auf der Stelle also auch ganz klar sagen. Ja? Genau, also es wird ja immer so suggeriert, dass es eine Feindschaft gäbe zwischen diesen beiden Verbänden. Und ich kann also wirklich auch sagen, weil ich mich mit beiden Systemen, also in der Vergangenheit mehr oder weniger intensiv auseinandergesetzt habe, da gibt es keine. Also, zwischen den Organisationen gibt es keine Feindschaft. Ja, aber also bleiben wir mal bei den Methoden. Ich komme gleich zu den Organisationen. Ja, okay. Was da meine also Sicht ist, bei den Methoden ist es ganz klar, da glaube ich, brauchen wir uns. Und es ist genau für die industrielle Anwendung
ist es wichtig, das zu tun. Und der, was wirklich auch wichtig ist, in Deutschland haben wir eine Qualität bei der Anwendung einer Zeitaufnahme, die wir international oft nicht sehen, sondern da geht man halt einmal schnell durch, drückt irgendwo drauf, ne, und dann war es das. Und das, diese Zeit, dieses eine Mal was sehen, hat man dann quasi als Vorgabe. Also Best-in-Class-Prinzip, was gerade in der japanischen Verbesserungsphilosophie etwas ist, was nicht, also was uns nicht sehr zu Pass kommt, aber da hat man halt durch das Instrumentarium, wenn man eine Ist-Aufnahme machen möchte, und dafür ist die Zeitaufnahme halt da, genau, dann hat man da ein hervorragendes Werkzeug. Wir sind halt in dem Bereich Soll-Zeitaufnahmen oder Soll-Prozessbeschreibung in irgendeiner Form. Das kann ich auch mit einer Planzeit, die ich beim Refer, aus der Refer-Zeitaufnahme mache, auch. Das ist überhaupt kein so. Also methodisch ist es, glaube ich, sehr klar. Wir sind auch Bestandteil der Refer-Methodenlehre, das ist alles genau, okay. In der Grundausbildung wird es verwendet und erklärt, finde ich top. So, dann gibt es die Beziehung zwischen den beiden Organisationen, MTM Association und dem Refer-Verband, beziehungsweise Bundesverband und den Landesorganisationen. Da sage ich jetzt mal so, durch meine langjährige MTM-Historie kenne ich, dass man in den letzten Jahren da ein Konkurrenzverhältnis herbeigeredet hat auf beiden Seiten. Meine Vorgänger, die das eigentlich nicht stimmt, weil Konkurrenz bedeutet, dass du gleiche Produkte am Markt anbietest, tun wir nicht. Wir bieten nichts an, was der Refer anbietet. Wir bieten unsere MTM-Ausbildungen an und wir will dann nicht in irgendeinem Gebiet, so wie uns das nachgesagt wird. Und mir ist ganz wichtig zu verstehen, die deutsche, oder was mein Verständnis ist, ist die deutsche Industrie, aber auch die Verbesserungsinitiativen, Lean, was auch immer wir brauchen. Wir brauchen beide Verbände, auch starke Verbände. Und das ist einfach mein Credo, dass so wie ich mich mit meiner Organisation entsprechend auch verhalten werde. Und es gibt für mich kein Konkurrenzverhältnis. Und im Gegenteil, wir sollten die Zusammenarbeit wieder intensivieren. Und gerade auf Forschungsseite gibt es immer wieder Fragen, die man gemeinsam bearbeitet. Und das könnte ein Nukleus sein für viele. Also ich finde es ziemlich cool, dass du das sagst. Weil ich eben auch glaube, dass beide Verbände unglaublich wertvoll, nicht nur auf der Methodenseite, sondern eben auch auf der Forschungsseite, wenn man das so sagen darf, für die Industrie, aber auch für alle anderen Branchen hoch interessant sein können. Und wenn sie zusammenkommen, und das drückst du ja auch aus, die Hoffnung, dass da eine intensivere Zusammenarbeit es wieder gibt, dass das uns alle weiterbringt. Das sage ich auch nicht, weil auch mein wissenschaftlicher Werdegang dafür steht, beziehungsweise hat nichts mit Opportunismus zu tun, genau, sondern es ist tiefstes Überzeugung, dass wir das brauchen. Wir für den Standort Deutschland oder Standort Europa, wie auch immer. Ja. Genau. Angela, du hast noch jemanden? Ja. Ich habe sozusagen, es entwickelt sich hier im Moment so eine kleine Diskussion um die Daseinsberechtigung von MTM im Hinblick auf beispielsweise in 30 Jahren, weil sich die Voraussetzungen für Arbeit verändern, bedingt durch die Technologie. Mhm. Und da stellt sich jetzt diese Frage, ob, wie gesagt, in 30 Jahren im Zweifelsfalle diese ganzen Methoden überhaupt noch eine Daseinsberechtigung haben. Ich gehe jetzt mal wirklich davon aus, es ist ein Kollege von dir, der sagte, sehr gute Frage, die Daseinsberechtigung wird sich ändern und das wird keine 30 Jahre dauern. Hierzu gibt es eine Antwort schon heute. Peter wird bestimmt etwas dazu sagen. Ja, und ich möchte mal sozusagen als Neutraler was dazu sagen, wenn wir... Dann dürfen wir aber, und das ist jetzt, ich vermute jetzt, dass derjenige, der den Beitrag gebracht hat, natürlich das vor dem Hintergrund der Automatisierung, der Robotronik, die immer stärker kommt. Aber dann geht es ja nicht darum, ob man, und ich möchte da jetzt überhaupt keine Partei ergreifen oder sonst was, aber dann können wir alle Methoden, ob das MTM, REFA, so ist es, die Lean-Methoden, dann können wir alles in Frage stellen. Und natürlich ist das eine Herausforderung, der wir uns alle im Übrigen insgesamt stellen müssen, weil dann könnte ich auch 5S anfangen, in Frage zu stellen oder was auch immer. Ja, und genau wirst du da was sagen. Also ich will dir natürlich jetzt auch die Gelegenheit geben, dazu was also, zu sagen. Also wir beschäftigen uns natürlich sehr grundsätzlich mit dieser Fragestellung, nicht nur, wie sich MTM entwickeln wird, sondern was bedeutet industrielle Arbeit zukünftig für Standort Deutschland, Standort Europa oder wie auch immer. Also, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir
wir werden menschliche, physische, manuelle menschliche Arbeit wird nicht verschwinden aus unseren Fabriken, weil sonst, wo geht denn die Wertschöpfung sonst hin? Und nochmal, wir sind ein Verband mit Sitz in Deutschland, haben aber einen weltweiten Auftrag. Also irgendwo werden unsere Produkte in Zukunft gefertigt werden. Also da bin ich ziemlich zuversichtlich, dass diese Arbeit nicht verschwinden wird. Sie wird sich ändern, ja, klar, keine Frage. Aber, und das, wo wir gerade schon dran, sehr stark dran arbeiten, sind zwei Dinge. Wir wollen einfacher werden, ja, das habe ich vorher schon gesagt. Also unsere Strategie ist im Prinzip einfach digital global, so einfach kann man das zusammenfassen. Aber ein zentraler Aspekt wird sein, dass diese gesamte Planungswelt in die digitale Welt hineingeht. Und ich möchte das mit einem ganz einfachen Satz oder mit einem Bild umschreiben, woran wir forschen oder woran wir schon Lösungen haben, ist, wir werden versuchen, diese digitale Welt mit der realen Welt zu verbinden. Und die Verbindung, die Brücke da dazwischen, ist die MTM-Normleistung. Über die kann man diskutieren, was man will. Ja? Mhm. Aber man wird den Menschen menschlich, also wir können in der Zwischenzeit im digitalen Raum alles beplanen, von der Druckluft bis zum Arbeitssystem, über, wir lassen die Materialien fließen, wir haben die Gewichte aller Bauteile, wir können Fabriken malen, wir können den Fluss, wir können alles simulieren, aber beim Menschen hapert es noch ein bisschen. So. Mhm. Und wenn wir jetzt in diese Richtung gehen, werden wir einen Beitrag leisten mit MTM, dass wir dort die Bewegungsgeschwindigkeiten des Menschenmodells, mal jetzt einfach formuliert sozusagen, mappen oder transferieren auf die MTM-Normleistung, dass auch die Menschenmodelle dort eine vernünftige Zeit rausbringen. Weil was heißt denn, wenn sich irgendein Menschenmodell X in 4 Sekunden bewegt und irgendeine Tätigkeit durchführt? Oder wenn man jetzt Simulationen sieht von Avataren, die aus der Spieleindustrie kommen, die dann Schraubtätigkeiten im industriellen Umfeld machen, wo man den Eindruck hat, sie machen hier ein Erschießen von irgendwelchen Produkten oder irgend sowas. Das hat doch alles mit vernünftiger arbeitsgestalterischer Ansatz nichts zu tun. So, und dort ist unsere Lücke, oder unsere, nicht die Lücke, dort ist unsere Existenzberechtigung in der digitalen Welt und in die GEMA hinein. Das nennt sich bei uns MTM Motion. Und wenn ich da noch einen Satz sagen darf, als ich nach meinem Studium vor 30 Jahren zu arbeiten begonnen habe, Anfang der 90er Jahre, hat man mir damals schon gesagt, wir werden bald die automatisierte MTM-Analyse aus irgendwelchen Systemen damals herausfallen lassen können. Jetzt, 30 Jahre später, ist in meiner Verantwortung oder mit meinem Know-how auch gemacht, es geht jetzt, wir können es jetzt, aber wir können es und nicht irgendwer anderer. Und da werden wir auch schon ordentlich darauf achten, dass dieses Approval, das da dahinter steht, wenn eine MTM-Analyse gemacht wird, nämlich unter diesem Standardisierungs- und weil wir wissen, wie heikel diese Thematik Zeit ist. Wir werden sagen, das ist eine korrekte MTM-Analyse und dieser Standard ist einzuhalten und diese Qualität ist zu erfüllen. Und das ist der Antritt mit MTM Motion und dem Approved, den wir sozusagen dann machen. Und das ist der Weg für uns in die Zukunft auf der einen Seite, in die digitalisierte Welt, reale und digitale Welt. Also ich muss jetzt hier nochmal sagen, ich meine, ihr könnt ja merken, da spricht nicht nur ein Wissenschaftlerherz sozusagen für das Thema Arbeit generell, sondern auch wie der Peter Brenn. Aber Zukunft ist ein schönes Stichwort. Seit 3 Jahren gibt es, glaube ich, eine neue Marke bei euch. Mhm. Das heißt MTM Easy und auf eurer Webseite wird es angekündigt mit, da haben wir gleich einen Einspieler, Zahlen, Daten, Fakten statt Bauchgefühl. Mit MTM Easy gewinnen Sie ganz unkompliziert einen Überblick über die aktuelle Leistungsfähigkeit Ihrer Produktion. Das Ergebnis, keine Schätzwerte, sondern nachvollziehbare, verlässliche Daten für die Produktionsplanung. Und jetzt schauen wir uns den Einspieler dazu an.
So, Peter, jetzt haben wir den Einspieler von NTM gesehen. Was war denn aus eurer Sicht die Idee von so einer cloud-basierten Softwarelösung, um sowas überhaupt zu entwickeln? Man könnte vermuten, um beispielsweise Montagezeiten irgendwie ermitteln zu können oder so. Aber also der Grund, jetzt muss man mal so beantworten, der Grund, sowas zu machen, ist bei uns immer MTM zu verbreiten. So. Dass das über eine Software in dem Fall leicht geht und die Software das Vehikel ist in dem Fall, ist wichtig. Die Idee dahinter war, ist eine zweigeteilte. Die eine ist natürlich, dieses Image, dieses doch verstaubte Image, das wir aus der Vergangenheit haben, mit der neuen Marke MTM Easy in ein anderes Licht zu rücken, geht nicht nur in der Anwendung von MTM, zu der ich gleich was, also MTM Easy, geht auch in die Richtung, dass wir unsere Ausbildungs vereinheitlicht haben, ich will nicht sagen reduziert, aber auf anders strukturiert haben, sodass man schneller MTM Ausbildungen machen kann. Wir sind anders erreichbar, also das Image auf der einen Seite ist. Mit MTM soll easy sein, also ne, locker, flockig, cool. Ne? So, und MTM, die Lösung MTM Easy jetzt, die cloud-basierte Lösung, hat im Prinzip den Antritt, ein Türöffner zu sein für Unternehmen, die Fragen rund um das, wie lange dauert etwas. Wenn diese Frage im Raum steht und jemand sie nicht beantworten kann und nicht unbedingt mit Stoppuhr oder Schätzen oder, weiß ich nicht, ein Multimomentstudium machen will oder wie auch immer, dann geht er dahin und klickt über Piktogramme, da kommen wir wieder zurück zu der Grundidee von Gilbreth. Ja. Genau. Seinen Arbeitsablauf durch, aber indem er einfach ohne MTM-Kenntnis, das ist das, ohne MTM-Ausbildung zu einer Zeit kommt. Dahinter steht für uns natürlich immer eine Ablaufbeschreibung, jetzt dreht sich das ein bisschen um, was ich vorher gesagt habe, aber dahinter stehen für uns hochaggregierte Bausteine und ein gewisses organisatorisches, ein organisatorischer Zuschlag, den wir da dazu packen aufgrund von Fragen zum Arbeitssystem, zur Arbeitsorganisation. Und dann gibt es eine, in dem Video war jetzt noch der Begriff Richtzeit, in der Zwischenzeit verwendet man den Begriff Benchmarkzeit, eine Zeit, mit der dieses Unternehmen, das sich diese Frage stellt oder dieser Planer, diese Person, einen ersten Wert hat. Und die hält auch diese Zeit. Die, mit der kann er dann seine Tätigkeit durchführen. Und so kann man sich, oder unser Beitrag oder unser Versuch sozusagen hier dieses Thema zeitliche Kalkulation, Zeitermittlung, Zeitwirtschaft zu öffnen für Unternehmen, die bisher nicht mit dem Thema MTM betraut waren. Es ist auf einem anderen Spektrum der MTM-Komplexität. Also niedrigschwellig. Ganz niedrigschwellig ist ja jetzt ein moderner Begriff, ne? Niedrigschwellige Angebote zu machen, und das ist auch ein sehr niedrigschwelliges Angebot, auch auf der Preisseite und wie man Zugang hat zu dem Tool. Genau. Ja. Und, ohne Ausbildung. Zur Preisseite, keine 1000 Euro, ein Jahr Zugang inklusive einmal wöchentlich irgendwie. Wird so auch Mietmodelle geben, also wir sind dabei, uns auch da ein bisschen neu zu orientieren, also das ist diese neue digitale Webshop-Welt, in der wir uns da bewegen, aber nochmal der Vordergrund ist wie, natürlich sind wir Wirtschaftsunternehmen, wollen auch Geld verdienen, keine Frage, aber der Antritt ist immer noch, je mehr Personen die Message oder die Kunde in die Welt hinaustragen, dass MTM was ist, was man brauchen kann oder das sinnvoll ist, desto mehr, desto besser ist das. Und ja, das ist der Antritt von MTM Easy als Türöffner in eine neue, vielleicht für eine neue Klientel, eher kleinere Unternehmen, Unternehmen, die nicht so viel bisher Energie in Arbeitsgestaltung, Zeitwirtschaft oder wie ich immer investiere. Und da sind wir auch schon bei eurer Vision. Eure Vision ist auf eurer Website zu lesen, die Prozesssprache MTM ist der weltweite Standard zur Gestaltung menschlicher Arbeit. Wie weit seid ihr A davon entfernt und was bedeutet weltweit? Also du hast es vorhin schon mal zum Ausdruck gebracht, also ich weiß, ihr seid in China unterwegs, in Brasilien unterwegs, in vielen anderen Ländern Europa, Italien seid ihr im Übrigen sehr stark in Europa. Ne? Ja. Also das ist ja spannend. Ne? Ja, ich versuche mal den schwierigen Teil der Frage zu beantworten. Was ist, wie weit sind wir in unserer Vision am Anfang, würde ich sagen? Denn das Wesen einer Vision ist ja, dass man da auch über einen langen Zeitraum hinstreben muss. Mhm. Aber im Prinzip muss der Auftrag sein, dieses Methodenset, das wir anbieten, halt immer bekannter zu machen und immer mehr Leute die Möglichkeit, niederschwellig, so einfach wie möglich geht, gerade über Digitalisierung sehr stark, E-Learning, Webinare, auf den Zug aufzuspringen. Gelingt uns jetzt zum Beispiel auch schon zum ersten Mal in Japan jetzt. Ne? So. Also das ist das, was uns antreibt, MTM zu etablieren als etwas, was Standard, aber ich habe vorher schon erklärt, das ist nicht nur die Methode, sondern auch die Ausbildung und die Anwendung von MTM. So. Und dann international bedeutet, dass wir eben in dem OneMTM-Netzwerk, in
in 12 Ländern Niederlassungen, ich will nicht sagen Niederlassungen, aber Partner haben. Es ist im Prinzip ein Franchise-System auf Seite der MTM-Lehre. Und Italien ist sehr stark, weil die sehr viel auch Entwicklungstätigkeiten machen rund um das Thema ERWS, also Ergonomic Assessment Worksheet. Das ganze Thema Ergonomie kommt sehr stark aus dem italienischen Umfeld, auch getrieben durch die Industrieunternehmen dort, im Wesentlichen Leonardo, Stellantis jetzt oder FCA davor. Und also wir sind international dort, wo die Industrie uns nachfragt im Wesentlichen und wir sind dabei, dieses Netzwerk zu erweitern. Und je mehr sozusagen in dieses Netzwerk hineinkommen, desto besser ist es. Wir sind jetzt im Prinzip in Südafrika, in Südamerika, in USA, in China. Wir sind in Europa relativ stark mit uns, Österreich, Polen, Italien, UK. Und wir haben Möglichkeiten, in Indien auszubilden. Also dort, wo unsere großen Mitgliedsunternehmen im Wesentlichen hingehen und uns nachfragen, dort sind wir. Und die Idee von OneMTM ist eben, dass wir die Dienstleistungspalette oder die Produktpalette, die wir haben rund um MTM, den Unternehmen in derselben Qualität, in derselben Form und aus einer Hand zur Verfügung stellen. Also wenn der in Australien anruft und sagt, er braucht eine MTM-Ausbildung, ruft er bei uns an und wir organisieren die nächste Möglichkeit. Oder wenn er in Italien anruft und er braucht in Russland eine Ausbildung, dann werden wir das auch organisieren. Mhm. Also das ist die Aufgabe, einfach, also dieses One-Stop-Shop für den Kunden zur Verfügung zu stehen. Und bei uns heißt das aber Lehre, Forschung, Software und Beratung. So, und das ist im Prinzip das, was wir anbieten in den OneMTM-Netzwerken. Okay. Angela, hast du noch jemanden, der sich zu Wort gemeldet hat? Es geht im Moment die Diskussion, wie ich vorhin kurz angedeutet hatte, MTM-Methoden, also sprich diese Tools zur Planung und dann halt eben wie diese Ausführung, also wenn das umgesetzt ist am Arbeitsplatz, wie und wer damit einbezogen wird, wie es genau umgesetzt wird, wer dafür zuständig ist, also das ist jetzt einfach eine Diskussion unter der Community, in der Community. Vielleicht ein kurzes Statement dazu. Also klar kennen wir den Unterschied zwischen einer Planungsanalyse und einer Ausführungsanalyse. Wir beschreiben aber weiterhin die Arbeitsmethode. Ja. Mhm. So, und wie das Individuum dann vor Ort die Arbeit durchführt, ist etwas, was man in einem Methodentraining an dem Arbeitssystem auch nochmal dem Mitarbeiterin, dem Mitarbeiter bis zu einem gewissen Grad beibringen muss, gerade auch unter ergonomischen, bewegungsökonomischen Aspekten. Ja. Natürlich kommt dann gleich die Diskussion der dressierte Affe, ja, aber ist es ja natürlich nicht, weil natürlich die Arbeitsmethode nie so präzise beschrieben ist, dass ich wirklich hier wie Charlie Chaplin in dem Film sozusagen nur auf eine Stelle draufhaue. Also vor Ort, die Verantwortung liegt natürlich dann, da kann ich es mir jetzt leicht reden, bei dem Meister, bei dem Vorarbeiter, wo auch immer. Da. Aber im Prinzip liefern wir ein Werkzeug oder eine Beschreibung, nach der man Arbeit trainieren, durchführen kann. Und ich weiß auch, in vielen Unternehmen, auch großen Unternehmen, traut man unserer Zeit auch nicht. Ja? Man geht dann her und macht eine Zeitaufnahme und stoppt, was dann hinten rauskommt, um den Unterschied rauszufinden. So ich kann dazu nur sagen, wer die Zeit hat, soll es tun. Ja? Wenn so das viel zum Thema Lean. Das kann man machen, ja. Aber okay. Im Prinzip gibt es dann auch, gäbe es digitale Systeme, BDE-Welt oder wie auch immer, um Ist-Zeiten zu ermitteln und dann auch zu mappen mit den Soll-Zeiten. Also dahinter steckt, und vielleicht schließt sich das jetzt auch immer wieder jetzt zum Ende unseres Gesprächs, für uns steckt dahinter der Regelkreis der Zeitwirtschaft. Das ist so etwas ganz Grundsätzliches. Man gibt eine Sollzeit vor, dann wird eine Arbeit durchgeführt in irgendeiner Form, die zu einer Ist-Zeit führt, dann gibt es Abweichungen, die muss es geben. Und da muss ich halt suchen, wo sind die Abweichungen. Ja, und weil er sich nicht an die Methode hält oder weil das eine individuelle Arbeitsweise ist. Was auch immer. Ja. Und dieses Ist-Soll-Vergleich, den muss es geben in irgendeiner Form. Und Regeln bedeutet ja auch eingreifen, also Steuergrößen richtig vorgeben, damit der Prozess in die richtige Richtung läuft. Und das führt für mich ein bisschen um das jetzt abzurunden. Ich bin ja sehr froh, dass wir diese Möglichkeit haben, auf der Leanbase hier zu sein. Ich hab ja für mich mal, ich muss wirklich noch ein Statement loswerden, als ich noch an Wien war, an der TU, habe ich eine Prüfungsfrage, die lautet, was verstehen Sie unter Lean Management? Und dann kam doch dann tatsächlich als Antwort angelehntes Management. Ne? So, und das hat mich so verwundert, dass die Leute das einfach nicht verstehen oder was wir da so tun. Aber im Prinzip bleibt für mich dieser Regelkreis der Zeitwirtschaft. Das tun wir im Lean Management im Prinzip auch. Wir haben einen Verbesserungsantrieb und wir wollen etwas
schlanker. Ich bin eigentlich eher beim Begriff fettfreier. Lean ja. kann man ja auch als fettarm bezeichnen. Ja, genau. Und wenn ich mit Methoden versuche, effiziente Prozesse, effektive Prozesse zu schaffen oder Arbeitssystem, was auch immer, dann ist das der Antrieb, der uns verbindet. Und wir sind halt im Detail und Methoden des Leans ist eher ein breiteres Spektrum, eine gesamtheitlichere Sicht, eine Methodenkompetenz, wo wir einen Beitrag leisten können. Und das ist das, was es für mich Und wenn wir über Geschäftsprozessorganisation sprechen, dann gehört nun mal eben Arbeitsplatzgestaltung genauso dazu wie die Zeitwirtschaft. Und ich bin auch sehr, ja, traurig ist vielleicht das falsche Wort, aber oft sehr verwundert, wie häufig der Begriff Lean mit Verschlankung. Ich habe ihn nicht verwendet, ne? übersetzt wird. Und iterative Zyklen gibt es Massen, also PDCA soll ja auch irgend sowas sein. Ne? So. Wir kommen in der Tat langsam zur Sendung, aber wir müssen noch eine Sache erwähnen. Nämlich Lean Around the Clock, 17. 18. März nächstes Jahr, das definitiv in Präsenzveranstaltung stattfinden wird. Trotz der Zeiten von Corona, wir werden das ganze Ding natürlich unter 2G-Plus-Regeln machen. Das sei aber am Rande erwähnt. Ihr seid da und ihr habt eine Aktionsfläche bei uns. Peter, vielleicht abschließend nochmal ganz kurz, was wird man dort sehen können? Im Prinzip haben wir es schon besprochen, also diese Easy-Denke, wir werden dort was haben, wie man mal MTM Easy ausprobieren kann, wahrscheinlich mit einem Kallax-Regal von Ikea, jetzt soll ich Werbung auch noch machen, aber einem Regal, Möbeldienstleister. Also das mal ausprobieren und schauen, wie einfach man sozusagen durchklicken kann und sagen kann, so lange wird das dauern, ne? Und beim Kallax kann man auch verstehen, dass man, das kann man sich zu Hause überlegen, dass das Arbeitssystem dort nicht so gut gestaltet ist, wie wenn ich da plötzlich in einen industriellen gestalteten Kontext gehen würde. Und da kommen natürlich unterschiedliche Zeiten raus. Also Easy wird das eine sein, Verbindung reale, digitale Welt mit dem MTM Motion wird das andere Thema sein, Mocap-Anzüge, VR, Brillen, Humansimulation, das sind Dinge, die wir mitbringen werden, um zu zeigen, was da geht schon und was das für Konsequenzen oder was wir dazu beitragen können, dass man eben in der digitalen Welt planen wird. Ja, und wir werden... Wir müssen noch Werbung in eigener Sache machen, darf ich das noch vielleicht? Auf jeden Wir haben uns ja beworben um den Lean Base Award. Genau. Und vielleicht darf ich an der Stelle auch sagen, geht einfach mal auf die Lean Base Seite und unterstützt unsere Bewerbung dort mit einem coolen Voting. Ne? Genau. Lean Base Award, ich hätte es auch gesagt, ihr seid Finalist. Ja. Du hast ganz sicher heute dazu beigetragen, die eine oder andere Stimme noch mehr zu bekommen. Hoffentlich. Ihr Lieben da draußen, das war die letzte Sendung in diesem Jahr. Wir werden im kommenden Jahr euch rechtzeitig informieren, wann dann unsere 30. Sendung stattfinden wird. Ob die noch vor Lean Around the Clock stattfindet, wissen wir noch nicht ganz genau. Wir haben so ein bisschen eine Idee. Lieber Peter, herzlichen Dank, dass du aus Hamburg hierher gekommen bist, um dir die Zeit zu nehmen, hier an einem Sonntag uns jetzt fast anderthalb Stunden die Einblicke zu geben in MTM. Ich bin ziemlich sicher, dass du ein paar Skeptiker, um das mal vorsichtig zu formulieren, die das jetzt entweder live gesehen haben oder dann später in der Aufzeichnung sehen werden, davon überzeugt hast, dass das alles gar nicht so schlimm ist. Das hat sich schon ausgezahlt. Dass es im Übrigen gar keine Feindschaft gibt zwischen den beiden großen Verbänden. Dir herzlichen Dank. Ich weiß, ihr habt viel zu tun in diesem Jahr. Wir können so einen kleinen Ausblick geben. Wir haben vor, gemeinsam eine Digital-Konferenz irgendwie so im Mai zu machen. Peter, herzlichen Dank. Ich bedanke mich für die Chance, Ralf. Wirklich tolle Möglichkeit, hier den Lean Talk TV, im Lean Talk TV dabei zu sein. Danke an die Zuhörer und nochmal, das Wichtigste ist, bleibt gesund und frohe Weihnachten. Dankeschön. Guten Rutsch. Und genau dabei belassen wir es. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. In diesem Sinne, wir sehen uns nächstes Jahr.